Ich habe das Condor Kukri, dieses Heavy Duty Kukri, schon einmal vorgestellt und möchte das noch einmal tun und es im Zusammenhang mit dem Scrummer mal gemeinsam mit dir durchbesprechen. Wenn du wissen willst, warum ich dieses Teil einfach nicht leiden kann und jedes Mal das Scrummer vorziehen wird, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, da ist es nun, das Kukri, und ich habe das schon einmal vorgestellt und ich mache jetzt keinen Totaltest mehr. Es hat mir früher nicht getaugt und es taugt mir auch heute nicht mehr. Und ich habe jetzt noch einmal damit gearbeitet und das eine oder andere gemacht und ich kann mich damit nicht anfreunden und ich mag darüber sprechen, was mir einfach nicht dran taugt. Nummer 1, das hier. Wenn ich damit arbeite, das bedeutet, ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Hackstock und möchte etwas hacken, dann nimmt man das da hin und schlägt rein und dann passiert Folgendes, dass dieser kleine Teil da den Reini in die Handfläche reindrückt. Und das mag der Reini nicht. Das bedeutet noch nicht, dass wenn du dieses Teil genial findest, dass du deswegen ein Dummkopf bist. Nein, überhaupt nicht. Aber mir taugt es halt einfach nicht. Ja? Bitte nicht falsch verstehen. Also das gefällt mir einfach nicht. Und das ist zum Beispiel, wenn ich das Scrummer hernehme, ja, wenn ich das Scrummer hernehme, nicht der Fall. Wenn ich das hier hinten nehme und reinhaue, da tut überhaupt nichts weh. Das ist... Und ich denke mir jetzt mal, ich will ja Kukri, wo kommt das noch einmal her? Irgendwo aus Gurkha, Kempfer, so irgendwas, ja, Nepal, so irgendwas, ich weiß es nicht genau. Schreiben wir vielleicht unten, wo das Kukri herkommt, Bildungslücke für den Reini. Dann weiß ich natürlich, dass das keine Dummköpfe sind. Und das ist eine Waffe und das ist ein Allzweckwerkzeug und das ist voll genial. Und ich kenne viele Leute, die voll darauf abfahren und total okay. Aber mir taugt es einfach nicht, weil so wie ich arbeite, das einfach für mich nicht passt. Natürlich könnte ich jetzt hergehen und sagen, ich nehme es nur zwischen Daumen und Zeigefinger oder Mittelfinger, kommt drauf an, ne? Daumen und Zeigefinger und mache das Spiel hier jetzt noch einmal und dann tut es nicht weh, das gebe ich zu. Ja, wenn ich da jetzt reinhaue, dann tut das nicht mehr weh. Also man muss das zwischen Daumen und Zeigefinger reinnehmen. Dann funktioniert das und ich gehe mal davon aus, dass die damit arbeiten, das auch wirklich tun. Aber das kann der Reini Schweine nicht tun. Weißt du, warum ich das nicht tun kann? Und zwar, weil ich ein Kabaldundel-Syndrom habe. Oder so, wie das heißt. Und wenn du nicht weißt, was das ist und es dir eh wurscht ist, dann lass es gut sein. Aber mir tut einfach das weh, wenn ich da viel damit arbeite. Und besonders, wenn ich dann auch noch mit meinen Fingern herumtun muss, das ist fürchterlich. Und daher ist das Teil für mich nichts. Das Zweite ist, es ist sauschwer. Es ist wirklich sauschwer. Im Vergleich, und ist das Scrummer schon nicht unbedingt leicht? Ja, ist das schon ein Prügel? Aber das ist ein Federgewicht. Also wenn ich da beide in der Hand halte, dann zieht es mir das immer weiter nach unten. Und das ist für mich auch ein gewisses Kriterium. Wobei man auch fair sein muss. Wenn ich spalten mag, dieses Betoning, das ich immer wieder in meinen Messertests auch herzeige, dann hat da dieses Teil hier schon auch ein bisschen die Nase vorn. Erstens, es hat so einen balligen Anschliff da nach unten und es ist doch relativ fett und breit. Und wenn man das jetzt so ansetzt und draufklopft, das geht wirklich gut. Also da möchte ich nicht drüber schimpfen. Das geht mit dem Scrummer, mit der doch deutlich schmäleren oder dünneren Klinge nicht so gut. Aber das ist für mich auch das prädestinierte Haumesser. Also irgendwas durchziehen, abhaken, umhaken, das ist mit dem so richtig schön her. Schau, es bewegt sich schon in meiner Hand, weil es gewohnt ist, was es hier tun muss. Also ich bin von diesem Teil, ist meine Meinung, absolut 100%ig überzeugt und ich würde es immer, immer diesem Kukri hier vorziehen. Aber wenn ich gar nichts habe, nehme ich natürlich auch das Kukri. So, das muss ich einfach einmal festhalten. Dann, ich kann Condor nicht leiden. Habe ich schon mehrfach gesagt, ich meine, es ist immer so, ich habe es immer wieder versucht. Ich habe es immer und immer wieder versucht. Ich habe mir gedacht, ich will Condor lieben, also die Marke, aber es geht einfach nicht. Es sind so ein paar Messer, die in Ordnung sind, aber im Großen und Ganzen nerven mich die einfach. Ja. Und vielleicht siehst du das anders, dann ist es auch okay, aber ich mag das nicht. Die Scheide geht mir so am Wecker von diesem Kukri, dass ich da echt sagen muss, schau mal her, das ist alles so botschert. Bolschert? Was heißt das in Deutschland? Bolschert? Also unhandlich und unangenehm und schwierig und wenn ich da jetzt mein Scrummer hernehme, ganz kurz, ich weiß, das gibt es auch in Lederscheide, aber ich habe das noch bekommen, das gibt es jetzt so in der Form nicht mehr, das ist da innen drin, die Kunststoffscheide, das einsetzen, rausziehen, einsetzen, rausziehen. Das heißt,
hacken, dusch, 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 reinstecken. Ah, ich muss noch was machen, raus, bum, bum. So, das geht ganz zack, zackig. Du wirst älter bleiben, man sagt in Österreich. Nein, es hat einfach keinen Sinn. Also ich kann mich mit diesem Teil einfach nicht anfreunden. Das nächste ist, dass es ist einfach nicht scharf. Ich weiß, man kann das nachschärfen, bei der Auslieferung war meines absolut, total, wirklich überhaupt nicht scharf. Natürlich, ich habe das jetzt nachgeschliffen und natürlich passt das jetzt, ja. Nur, das wird extrem schnell stumpf. Das da ist auch ein Carbonstahl, also ein, ich weiß, das ist, also ein Kohle, ein Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, der halt massiv dahin rostet. Aber das hält einfach die Schärfe. Da brauchst du nicht andauernd drüber gehen, aber das da, Und daher, liebe Leute, ich kann einfach nicht anders. Das ist für mich wirklich mindeste Qualität. Und da ich ein bisschen abbauen muss, und zwar, ich muss meine Messersammlung etwas reduzieren, weil ich überhaupt keinen Platz mehr habe. Ich habe keinen Platz mehr, gebe ich es her. Ich gebe es jetzt her. Du kannst es bei mir ganz normal im Shop, ich gebe dir den Link in meinen Shop, kannst du es ganz normal genau dieses hier kaufen. Also das, was ich gequält habe und mit dem ich einfach nicht glücklich werden kann. Wenn du es haben willst, ich gebe es dir wirklich zu einem Vorzugspreis, kriegst du da unten. Und für mich ist es erledigt. Also, ja. Schau rein, wenn es schon weg ist, ist es weg. Wenn du das Video irgendwann später siehst, gebe dir den Link auf Amazon. Dort kannst du es natürlich auch neu erwerben. Und würde ich dir das raten? Also, weiß ich nicht. Musst du entscheiden. Man muss sowieso Messer selber befummeln und selber ausprobieren, weil jeder andere Sichtweise hat. Aber das ist meine. Wenn du aber einen Tipp von mir willst und sagst, René, was ist das absolut genialste Haumesser draußen? Dann sage ich, nimm das. Nimm es und du wirst glücklich sein. Glaube ich halt. Es ist so, dass es natürlich auch Leute gibt, die das Kramer nicht leiden können. Kennt da jemanden, Hans, wenn du das Video siehst, hallo. Ich weiß, der mag das zum Beispiel überhaupt nicht, obwohl es genial ist, aber er mag es einfach nicht. Aber die meisten Leute, die dieses Teil von mir empfohlen bekommen haben und es einsetzen, sind damit zufrieden. Und ich kriege dafür nichts. Also ich bin mit denen überhaupt nicht im Bunde, mit den Herstellern aus Finnland. Es ist einfach ein geniales Teil. Und gebe da auch unten den Link. Schau das an, der Preis ist heiß. Ich finde, da kann man fast nichts falsch machen. Das war's. Schreib mal unten einen Kommentar, da würde mich irrsinnig freuen drüber. Daumen nach oben oder nach unten, ist ja ganz klar. Wenn du mein Gebrauchtes kaufen willst, kannst du das auch gern tun. Oder eins bei Amazon, wie auch immer. Ein Abo und ein paar andere Videos. Und danke und bis bald im Bushcraft Camp. Ciao.